es ist ja tatsächlich in erster Linie für mich Literatur, was wir da machen. Es ist kein Bericht, es ist keine tagesaktuelle Politik, es ist keine Analyse, es ist das Gegenteil von Instagram, wenn wir ehrlich sind. Es ist die Verlangsamung und Verkomplizierung und Verfeinerung der ohnehin sehr komplizierten Umstände. Wenn ich irgendetwas wie eine Mission, Mission, Auftrag spüre und wahrnehme, ist immer zu fragen, mich zu fragen, mein Gegenüber zu fragen, wen hören wir gerade nicht? Wen nehmen wir gerade nicht wahr in diesem Gespräch über Israel und Palästina, über Antisemitismus in Deutschland, über Ausländerfeindlichkeit in Deutschland und über die Vermischung, Vermengung all dieser Themen miteinander im Gespräch über Israel und Palästina? Als jemand, der selber schreibt, kenne ich diese Wirkung, dass man sich in der Welt verankert, indem man zumindest nach Worten sucht. Sie werden nie adäquat sein. Es gibt keine adäquate Beschreibung einer Bodenoffensive. Zumindest habe ich noch nie eine gelesen und ich will sie auch nicht lesen. Wenn man auf diese Bilder schaut, wenn man bedenkt, was am 7. Oktober passiert ist, und das ist unsere Welt, das ist nicht unsere israelische oder unsere jüdische oder unsere palästinensische oder deutsche Welt, das ist unsere gemeinsame Welt. Für mich ist zentral, dass Kunst nichts muss. Trotzdem tut sie sehr, sehr viel. Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit AutorInnen von Suhrkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Heute begrüße ich zwei Gäste, Sascha Mariana Salzmann und Offa Waldmann. Die beiden haben unmittelbar nach dem 7. Oktober, nach dem Überfall der Hamas auf Israel, ihren Blog Gleichzeit begonnen, im Auftrag der Klassikstiftung Weimar. Das ist eine andauernde Korrespondenz über eine erschütterte Welt, über jüdisches Leben nach dem Angriff der Hamas. Und das ist auch ein berührendes Zeugnis einer Freundschaft nach dem 7. Oktober, das gerade auch als Buch erschienen ist. Herzlich willkommen. Hallo. Guten Tag. Sascha Mariana Salzmann, du bist 1985 in Wolgograd geboren und lebst seit 1995 in Deutschland. 2008 bist du nach Berlin gezogen. Du schreibst Romane, Essays, Theaterstücke und kuratierst Ausstellungen. Ab 2005 hast du Literatur, Theater und Medien an der Universität Hildesheim studiert und ab 2008 szenisches Schreiben an der Universität der Künste in Berlin. Dein Abschlussstück Muttersprache Mameloschen an der Universität der Künste wurde 2013 als bestes neues Stück des Jahres mit dem Mülheimer Publikumspreis geehrt. Deine Bücher und Theaterstücke sind in zahlreiche Sprachen übersetzt und werden international gespielt. Sowohl dein Debüt Außer sich von 2017 als auch der zweite Roman Im Menschen muss alles herrlich sein von 2021 waren für den Deutschen Buchpreis nominiert und sind mehrfach ausgezeichnet. Von Im Menschen muss alles herrlich sein hast du selbst eine Theaterfassung erstellt, die im Oktober 2022 am Hamburger Thalia Theater uraufgeführt wurde und im Oktober 2023, ein Jahr später, in Berlin aufgeführt wurde. Dazu kommen wir gleich noch. Offa, auf deiner Webseite ist zu lesen Dr. Offa Waldmann, Autor, Redner, Berater. Ich bin in Deutschland und Israel gleichermaßen zu Hause, sowohl gesellschaftlich und kulturell als auch politisch. Du bist in Jerusalem geboren und 1999 als Mitglied des von Daniel Barenboim und Edward Said gegründeten West Eastern Divan Orchestra nach Berlin gezogen. 2015 bist du als freier Autor und Journalist unter anderem für den Deutschlandfunk Kultur tätig. Dein literarisches Debüt, die Erzählungen Singular-Kollektiv, erschien 2023 im Waldstein Verlag. In dem Buch kehrst du, wie du sagst, in die Orchesterwelt zurück, die du vor fast 25 Jahren verlassen hast. Du bist 2018 aus Berlin nach Haifa umgesiedelt, wo du seither mit deiner Familie lebst. Wir treffen uns gerade alle drei in einem Tonstudio in Berlin, der Stadt, die ihr beide gut kennt, der ihr eng verbunden seid. In den Aufzeichnungen von euch, die jetzt als Buch erschienen sind, da schreibst du, Offa, im November 2023 in eurem Text darüber, wie wenig du dir vorstellen kannst, nach Berlin zu gehen.
Ich lese kurz vor, deine Gedanken dazu, deine Vorstellung, nach Berlin zu müssen. Als ob der Berliner Himmel, der immer so hoch über der Stadt hing, auf einmal nach unten abgesackt wäre und nun das dumpfe, erstickende Gefühl einer Souterrain-Wohnung erzeugt. Eng. Offa, wie war das, als du dann das erste Mal wieder nach Berlin zurückgekommen bist, nach den Ereignissen vom 7. Oktober in diese Stadt Berlin? Also es war nicht nur der Gedanke, nach Berlin zu reisen, der schwierig war. Das war überhaupt die Wahrnehmung einer Welt, die größer war als das Unmittelbare. Das ist eine der, ich würde sagen, ist eins der Gefühle, es ist eine der Auswirkungen eines Krieges, dass die Welt zusammenschrumpft und sehr klein wird. Also man schaut erstmal nach dem Unmittelbaren, nach den Kindern, nach dem Haus, nach den Nachbarn. Und Berlin schien so weit weg. Und die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was gerade in Berlin passiert, was gerade und wie gerade in Berlin diskutiert wird, das erschien mir als unmöglich und deshalb die große Sorge, fast Unfähigkeit, mir diese Reise nach Berlin vorzustellen. Ein Glück, dass ich wusste, dass eben durch diese Briefe, dass diese Welt mir ein Stück weit vorstellbar wurde und dass ich wusste, dass Sascha in Berlin quasi auf mich wartet, das machte diese Reise etwas einfacher. Ich habe auch gelesen, dass dein Telefon irgendwie auch denkt, dass du in Berlin bist. Ja, das stimmt. Mein Telefon akzeptiert nicht. Ich habe es in Berlin gekauft, ganz profan. Und es gibt eine Zivilschutz-App in Israel, die dich warnt, wenn Raketenalarm in deiner Region ist. Sie verortet dich und sagt, ja, du hast jetzt so und so viele Sekunden Zeit, dich in Sicherheit zu begeben. Mein Handy hat es partout nicht akzeptiert und dachte, stur weiter, wir seien in Berlin-Neukölln. Und deswegen hat diese App bei mir nie funktioniert. Ich war dann auf andere angewiesen. Hat es lange gedauert, bis du das festgestellt hast? Also wir sind ein paar Mal in unser Bunker, wir mussten in unserem Bunker laufen, aber da war die Kriegssirene so laut und deutlich, dass ich auf keine App angewiesen war. Das ist normalerweise, wenn du im Auto sitzt oder in einer Situation, wo du vielleicht die Sirene nicht hörst, aber ich muss sagen, die Sirene an sich ist so nah bei uns zu Hause, dass wir sie laut und deutlich gehört haben. Von daher habe ich habe keine Sirene verpasst. Ich habe keinen Alarm verpasst. Ofa, jetzt kriegen wir schon einen Eindruck von deiner tatsächlichen Alltagsrealität, von deiner Lebensrealität. Also quasi wie so ein Geplauder. Das ist, fühlt sich für mich natürlich nicht angemessen an. Dennoch ist es sehr interessant, gerade durch solche Details mehr zu erfahren. Manchmal muss man von den Details anfangen, eine Sache zu verstehen. Wir hören dazu später noch ein bisschen mehr. Jetzt würde ich gerne Sascha fragen, am 27. Oktober, an dem Tag, als die Bodenoffensive Israels auf Gaza begann. Da hatte dein Stück Im Menschen muss alles herrlich sein in Berlin am Maxim Gorki Theater Premiere. Mhm. Bestimmt ein großes Ereignis für dich. Natürlich, du bist im Gorki auch verbunden. Du schreibst davon in eurem Buch Gleichzeit. Von dem Moment, wie du nach der gelungenen allerersten Vorstellung ein Wodka an der Bar holst. Das Theater hatte auf die Premierenfeier verzichtet, darum hattest du gebeten. Dennoch ist ein bisschen was los nach der Vorstellung. Du genießt es auch ganz kurz und versuchst den Moment für dich so ein bisschen zu fassen, trotz allem. Und da kommt eine Nachricht von Offa Waldmann. Ich lese das kurz vor. Sie gehen jetzt rein, Sascha. Die Bodenoffensive hat begonnen. Ich lief ins Foyer, kauerte mich neben das Kassenhäuschen und rief dich an. Weißt du noch, was wir sagten? Ich nicht. Ich weiß nur, dass wir beide stotterten. Aber wir redeten. Ich schaute auf die Leuchtbuchstaben über dem Kassenhäuschen. Da stand, im Menschen muss alles herrlich sein. Das hatte ich mal auf den Umschlag meines Romans geschrieben, als Forderung, als Warnung und weil ich, ehrlich gesagt, die Ironie mochte. Jetzt fragte ich mich, was mache ich hier? Ja, mein Theatermenschfreund hat recht. Kunst ist nicht nur für Friedenszeiten gemacht. Aber was soll sie in Zeiten des Krieges? Sascha, die Kunst in den Zeiten der Krise und des Krieges, welche Rolle muss sie spielen? Für mich ist zentral, dass Kunst nichts muss. Trotzdem tut sie sehr, sehr viel. Ich glaube, die widerständigste Kunst, die wirklich überleben wird, versucht nicht, etwas zu erfüllen, also keine Beatmungsmaschine zu sein. Und trotzdem ist Kunst für mich immer eine solche. Das war in der Pandemie tatsächlich schon so. Dann kam die Kriegsausweitung in der Ukraine und ich habe verstanden, dass ich verrückt werde, wenn ich nicht die ganze Zeit Sergei Jardin lese.
Und als jemand, der selber schreibt, kenne ich diese Wirkung, dass man sich in der Welt verankert, indem man zumindest nach Worten sucht. Sie werden nie adäquat sein. Es gibt keine adäquate Beschreibung einer Bodenoffensive. Zumindest habe ich noch nie eine gelesen und ich will sie auch nicht lesen. Ich glaube, dafür gibt es Tagesschau-Nachrichten, es gibt Essays, es gibt bestimmte Stilformen, es gibt bestimmte Zünfte, die genau darauf ausgerichtet sind, diese Gräueltaten und die Grausamkeiten unserer Zeit zu beschreiben. Und ich glaube, dass Kunst nicht dafür zuständig ist. Was wir tun, ist Veranschaulichen von Innenwelten. Diese Innenwelten können in Grausamkeiten stattfinden. Es geht nicht darum, das auszusparen. Aber ich glaube, dass das Schreiben an Offer als literarische Form für mich nur deswegen möglich war, weil es klar war, es gibt keinen Anspruch an Vollständigkeit. Ich bin kein Journalist, ich berichte nicht darüber, was in Gaza passiert. Ich berichte aber von der absoluten Verzweiflung darüber, dass diese Bodenoffensive beginnt. Und auch von diesem Double Bind oder von diesem Irrsinn, in einem Theater zu sitzen, ein Theater, was meine Familie ist. Ich habe das Gorki mit Sherman Lankow und Jens Heje damals mitgegründet. Es ist wirklich wie zu Hause sein. Ich müsste da sicher sein. Und die Kolleginnen haben sich nach dem 7. Oktober auch sehr klar positioniert. Ich war unter den Meinen und war aber eigentlich immer auch in Israel. Und als die Bodenoffensive begann, habe ich einfach wahrscheinlich schwer ertragen können, nicht dort zu sein, sondern eben auf einer Premierenfeier. Ich habe darum gebeten, dass wir nicht feiern, weil ich meinte, es ist diese Zeit nicht angemessen, dass wir jetzt ein DJ-Set aufstellen. Aber dadurch, dass Menschen zusammenkommen, die sich gern haben, entsteht ja so eine warme Atmosphäre. Und die auszuhalten in solchen grausamen Zeiten ist manchmal schwer. Welche Beziehung hast du zu Israel? Welche Rolle spielt Israel auch in deinem sozusagen Leben vor dem 7. Oktober? Hast du eine Verbindung? Du hast auch mal, glaube ich, eine Zeit dort gelebt? Oder nein, ich habe gar keine Verbindung zu Israel. Ich hab dort keine Verwandten. Alle meine israelischen Freundinnen sind BerlinerInnen. Ich habe keine Beziehung zu Israel und es war auch kein Schmerz um Israel als ein Land oder eine Nation, sondern um die Menschen, um die Grausamkeiten, die gegen Menschen begangen werden. Verstanden. Ofer, du bist jetzt schon ein paar Tage in Deutschland auf einer ziemlich umfangreichen Tour. Du bist auf Veranstaltungen als Redner, als Botschafter, als Schriftsteller, so wie hier. Und ist das ein selbstgestellter Auftrag, den du hast? Wie würdest du deine Mission beschreiben? Mission ist ein großes Wort. Sagen wir Mission. Das klingt ja ein bisschen anders. Ja, Mission oder Auftrag. Als ich nach Deutschland gezogen bin, also erstmal war ich in Anführungszeichen nur Musiker. Ein sehr glückliches Leben, nachdem ich mich gelegentlich zurücksehne. Aber als ich angefangen habe, andere Tätigkeiten auszuüben, du hast meine Tätigkeit für Deutschlandfunk Kultur erwähnt oder für andere Sender. Ich war auch lange in der NGO-Landschaft hier in Deutschland tätig in Bezug auf Israel und Palästina, weil ich festgestellt habe, dass es gewisse Themen gibt, die man hier in Deutschland ansprechen kann, wenn du quasi das richtige Ticket dazu hast, die Berechtigung, die Legitimität oder Legitimation. Kannst du das erklären? Ich bin jüdischer Israeli. Und als jüdischer Israeli, der vor allem jetzt, der auch in Israel lebt, also ich bin immer wieder zum Arbeiten, zum Lesen, zum Freundinnen sehen, aber ich lebe in Israel, meine Familie lebt in Israel, dann kann man bestimmte Themen ansprechen, dann besitzt man eine Legitimität, auch schmerzhafte Punkte anzusprechen. Und diese Legitimität, diese Möglichkeit bringt eine Verantwortung mit sich. Und zwar eine Verantwortung eben für diese Themen, die hier in Deutschland manchmal so geführt werden, so dass man das Gefühl hat, sie werden nicht geführt, um wirklich über Israel und Palästina zu sprechen, sondern stellvertretend für innerdeutsche Gespräche, die sicherlich ganz wichtig sind, aber dann weniger mit Israel und Palästina zu tun haben, sondern Israel und Palästina als Mittel, Projektionsfläche und so weiter verwenden, manchmal sogar vielleicht missbrauchen. Und eine weitere Sache, die man beobachtet, ist, dass es Stimmen gibt, die für dieses Gespräch unabdingbar sind, die aber hier in Deutschland nicht gehört werden. Und wenn ich irgendetwas wie eine Mission, Mission, Auftrag spüre und wahrnehme, ist immer zu fragen, mich zu fragen, mein Gegenüber zu fragen, wen hören wir gerade nicht?
Wen nehmen wir gerade nicht wahr in diesem Gespräch über Israel und Palästina, über Antisemitismus in Deutschland, über Ausländerfeindlichkeit in Deutschland und über die Vermischung, Vermengung all dieser Themen miteinander im Gespräch über Israel und Palästina? Du bist in mehreren zivilgesellschaftlichen NGOs aktiv und du bist auch Mitglied in Standing Together. Das ist eine jüdisch-arabische Bewegung, die für Frieden und für soziale Gerechtigkeit in Israel und Palästina kämpft. Ihr kommt mit palästinensischen und israelischen Menschen zusammen, um gemeinsam zu trauern, unter anderem. Es geht um, ich zitiere, die menschliche Notwendigkeit, das Leid aller Menschen wahrzunehmen, die in diesen Krieg hineingezogen worden sind. Wie kommt ihr zusammen und wie sieht dieses Trauern aus? Die Angriffe des 7. Oktober, also der Angriff der Hamas auf Israel, hat eine neue Stufe der Gewalt, der Brutalität, der Barbarei in den Nahostkonflikt gebracht, mit Bildern, mit die ich allen wünsche, dass sie sie nicht gesehen haben. Ich habe versucht, so wenig Bilder anzuschauen, weil das ist wirklich, das sprengt, das macht eine Vorstellung einer gemeinsamen menschlichen Welt unmöglich, wenn man auf diese Bilder schaut, wenn man bedenkt, was am 7. Oktober passiert ist. Und das ist unsere Welt, es ist nicht unsere israelische oder unsere jüdische oder unsere palästinensische oder deutsche Welt, es ist unsere gemeinsame Welt. Und Standing Together, und eigentlich, während du mich das fragst, denke ich eigentlich, da geht es auch in unserem Buch sehr oft darüber, dieses Aufstehen, also dieses Aufstehen aus der Trauer, das Aufstehen aus der Shiva, ja, aus dem, also von diesem jüdischen Brauch der Trauersitzung, dass man gemeinsam aufsteht und steht, um gemeinsam zu trauern, um das gegenseitige Leid anzuerkennen. Es gab auch viele palästinensische Opfer unter den Opfern der Hamas-Angriffe am 7. Oktober. In Israel leben ja jüdische und palästinensische Bürgerinnen und Bürger. Und eben durch dieses gemeinsame Stehen gelingt dann ein gemeinsames Gespräch, es gelingt eine gemeinsame Wahrnehmung. Und dann irgendwann, so schwierig wie es auch ist, und vor allem war nach in den ersten Tagen, Wochen nach dem 7. Oktober, gelingt die gemeinsame Vorstellung einer gemeinsamen Welt, eines Horizonts gar. Worte, die ich, wer das Buch liest, sieht es, nicht in den Mund nehmen konnte in den ersten Wochen, Monaten. Aber ich musste, okay, ich stehe auf und ich habe ein palästinensisch-israelisches Gegenüber und er oder sie sind da und ich bin hier und es wird eine Zeit kommen für die großen Worte, aber wir sind erstmal da. Ja, wir sehen uns. Wir sehen uns. Und dann geht man gemeinsam auf Mahnwachen, man bringt die Kinder mit, man schreibt zusammen. Das zeigt so ein bisschen die Richtung vielleicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses kurze Innehalten, bevor man loslegt mit den Haltungen und den Meinungen und so. Also ich habe auch zum Beispiel mit eurem Schriftstellerkollegen Dennis Utlu neulich darüber gesprochen, dass an dieser Stelle hier, dass das Zugeben, einfach zu sagen, man ist traurig, es ist schrecklich und mehr ist im Moment noch gar nicht zu sagen, dass das etwas ist, das zumindest in der deutschen Gesellschaft, wir sprachen damals über die Vorfälle in Hanau, ist etwas komplett anderes, aber es ging einfach um diesen Moment zu sagen, dass Trauern kann ein wichtiges Element sein, das oft übergangen wird, weil man sofort schon wieder darüber nachdenkt, was heißt das jetzt oder was heißt das für wen und so weiter. Deshalb hat mich das auch als Bild erstmal überzeugt und dann auch tatsächlich interessiert, wie das geht, zu sagen, okay, unsere Tätigkeit ist Trauern, das ist das, was wir jetzt tun. Das kann man sich, glaube ich, mal merken für viele Situationen im Leben, nicht nur für solche außerordentlichen und extremen und erschütternden, über die wir hier sprechen. Der Überfall der Hamas am 7. Oktober, er war ja der Auslöser und auch der Startpunkt für euch, gemeinsam zu schreiben. Es wurde eine andauernde Konversation als Blog zunächst im Wochenrhythmus. Und dieser Blog gleichzeitig entstand innerhalb von 3 Monaten. Er umfasst 10 Beiträge und endet Anfang Januar. Für das Buch habt ihr den Dialog dann noch einige Wochen weiter fortgeführt. Mir ist besonders aufgefallen, wie offen und wie transparent euer sich erarbeiten von Haltung ist, vielleicht sogar schon zu groß, wie offen ihr
das zulasst, dass ihr auch eure Gedanken aneinander ein bisschen ausprobiert. Oder es ist ja ein Prozess, der ist auch manchmal kreisend, manchmal ganz geradlinig, manchmal ein bisschen tastend. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich bin im Raum mit zwei Menschen, die eigentlich denken, sie sind nur zu zweit. Also es ist eine sehr, wirklich fast schon intime, sehr vertraute Situation. Ihr vertraut euch, ihr kennt euch sehr gut, das merkt man beim Lesen. Und ich habe mich gefragt, wie habt ihr das selber für euch dann wahrgenommen? Plötzlich ist es ein Buch und es geht an alle. Das heißt, man kommt aus diesem ganz, ganz kleinen, super geschützten, super privaten Raum und geht in eine überhaupt nicht vorherzusehende Öffentlichkeit. Ich würde da, glaube ich, ganz stark zwischen privat und persönlich unterscheiden. Es gelangt von mir nichts, was privat ist, an die Öffentlichkeit. Aber ich habe sehr viel Erfahrung damit, extrem persönlich zu sein in dem, was ich mache. Und das trotzdem fühlt sich das an wie etwas, was ich noch nie in die Öffentlichkeit geschickt habe, weil hier spricht wirklich Sascha, dass ich, normalerweise habe ich immer, fiktional geschrieben. Und immer damit gespielt, dass Leute denken, es ist meine autobiografische Geschichte irgendwie stimmen doch diese biografischen Koordinaten mit der Biografie des Schreibenden überein, aber das war ein Spiel. Und ich glaube, dass mir zumindest, du musst mich korrigieren oder deine Version ergänzen, mir wurde es relativ schnell klar, dass das eine öffentliche Sache ist, weil der Blog sehr viel Zuschriften mit sich brachte, sehr viel Reaktion darauf, was wir sagten. Und es begann ja wirklich so, dass wir schrieben, bevor die Klassikstiftung Weimar uns fragte. Und als wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt öffentlich, gab es einen ganz anderen Anspruch, zumindest für mich auch literarisch zu schreiben. Es ist ja tatsächlich in erster Linie für mich Literatur, was wir da machen. Es ist kein Bericht, es ist keine tagesaktuelle Politik, es ist keine Analyse, es ist das Gegenteil von Instagram, wenn wir ehrlich sind. Es ist die Verlangsamung und Verkomplizierung und Verfeinerung der ohnehin sehr komplizierten Umstände. Und ich kann mich daran erinnern, als der Surkamp Verlag sagte, wir würden gerne daraus ein Buch machen, dann habe ich nochmal wie die Disziplin umgedacht, weil ich finde, ein Blog funktioniert sehr anders. Und auf unserem Blog hatten wir zum Beispiel die Kampagne Bring Them Home Now auch sichtbar gemacht. Das war sehr wichtig in der Woche des sogenannten Geiseldeals, als es darum ging, Geiseln auszutauschen gegen Menschen, die in Gefängnissen sitzen. Dass wir gesagt haben, wir können das nicht unkommentiert stehen lassen. Da geht es jetzt nicht darum, um unsere Worte und wie es uns gerade zu Hause geht, sondern wir wollen, dass alle das sehen. Und dann gab es diese Kampagne sehr sichtbar mit einem Vorwort auf der Seite. Das haben wir natürlich im Buch nicht. Also ein Buch ist einfach eine sehr eigene Disziplin, die sehr eigene Regeln mit sich bringt. Und ich bin trotzdem davon überzeugt, dass die Leute denken, die sind aus Versehen in einen Raum gestolpert, in dem wir eigentlich zu zweit sitzen und uns unterhalten. Und das hatte sehr viel damit zu tun, zumindest für mich, dass ich konnte schwer stehen nach dem 7. Oktober, metaphorisch und nicht metaphorisch. Und ich habe mich sehr an diesen Texten festgehalten, um mich aufzurichten. Und ich finde, dieses Buch schafft auch eine Dramaturgie, dass am Ende zwei völlig zerstörte Individuen auf die Beine kommen. Also nicht glücklich sind, die Beine zittern noch. Das heißt auch nicht, dass man nicht mehr umfällt, aber wir stehen zum Schluss. Und das schreibe ich auch zum Schluss des Buches. Schau mal, auf wo wir stehen. Und ich glaube, das ist der intime Vorgang, dass da zwei Menschen, die zerstört sind, aneinander aufrichten. Das merkt man beim Lesen auch, wie ihr aufeinander eingeht, manchmal sehr direkt. Also manchmal greift ihr wirklich das auf, was vorangegangen war. Und manchmal auch in so zarten Umkreisungen. Aber die stabilisierende Wirkung des Schreibens an sich, das, was du, Sascha, ja vorhin auch schon gesagt hast, das ist wirklich spürbar. Und das ist etwas, das man fast plastisch auch irgendwie mitbekommt von Stufe zu Stufe. Auch welcher Gedanke ist jetzt möglich? Und das hörte sich vor zwei Wochen aber noch ganz anders an. Insofern, ich verstehe sehr gut und finde das auch sehr spannend, was du sagst über das Trennen von privat und persönlich. Aber ich möchte trotzdem daran glauben, dass sich eine Mitschrift von meiner inneren Verfasstheit zu diesem speziellen Zeitpunkt in der Geschichte beigewohnt habe. Ja, wenn ich dazu ergänzen darf, nichts ist erfunden. Also das ist, ich glaube, das ist zwar das Gegenteil von einer Tagebuchform, weil die Texte sehr adressieren. Vor allem natürlich, dass wir aneinander adressieren und eben nicht
ins Innere schreiben und dann auch natürlich an eine Öffentlichkeit. Es ist ja schon bewusster Vorgang, dass wir die Leute daran teilhaben lassen, was jüdisches Leben nach dem 7. Oktober alles bedeuten konnte. Das sind nur zwei Varianten von sehr, sehr vielen anderen. Aber nichts ist erfunden und nichts ist erlogen. Das ist schon so. Ich würde auch hinzufügen, du hast vorher gesagt, der Startpunkt für das Buch, für den Blog, für unsere Korrespondenz war der Angriff der Hamas. Ich würde sagen, der Startpunkt für unsere Korrespondenz war die Signalnachricht von Sascha, wie geht's euch? Am Abend, also Schabbatabend, 7. Oktober oder Nachmittag, wie geht es euch? Einfach, und damit hat es begonnen, nicht mit dem Angriff der Hamas. Und es ist ein Bild, das sehr oft vorkommt in dem Buch, das Bild einer zerbrochenen, einer zersplitterten Welt. Und Sascha hat es erwähnt, dass der Blog auch viel Resonanz erfuhr, weil ich glaube, ich habe so jetzt gerade das Bild vor Augen von vielen Menschen, die auf so kleinen, wie so Eisstücken, aber einfach so Glasstücken, Weltstücken in einem endlosen Ozean sitzen, sehr einsam und sehr allein und denen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, irgendeine Erzählung zu finden, die das Ganze zusammenfasst, erklärt, einen Sinn ergibt, was nicht möglich war nach dem 7. Oktober, weil eben der 7. Oktober am 7. Oktober nicht endete. Er ist immer noch da, der dauert noch an, in erster Linie durch die Tatsache, dass die Geiseln noch in Gaza sind, dass der Tod und Zerstörung und Hunger in Gaza noch andauern. Und ich glaube, für viele unserer Leserinnen und Leser, die Tatsache, dass sie sehen, okay, da sind zwei Menschen, jeder auf seinem Stück zerbrochenen Glas, aber sie reichen die Hand oder das Wort zueinander und sagen, okay, diese zwei Glasstücke, die haben wir schon irgendwie zusammengekittet, dann vielleicht schaffen wir es auch mit den anderen. Also wir schaffen wieder eine Welt zusammen zu flicken, zusammenzubauen, die bewohnbar wird. Das sind die letzten Worte des Nachwortes, was eigentlich kein Nachwort ist, weil es noch kein Danach ist, aber ist ein anderes Thema. Ich glaube, deswegen fand es eben diese Resonanz. Du bist ja jetzt beim Nachwort und eben die letzte Überlegung ist, diese Welt wird nie heil werden, aber vielleicht für einige von uns wieder bewohnbar. Und dafür versuchen wir gerade zu stehen. Aber der ganz, ganz, ganz Anfang des Buches ist ja eine Geschichte vor dem Krieg, eine Realität aus Offers Alltag, die nichts mit dem Krieg zu tun hat. Und das finde ich so bemerkenswert im Nachhinein, weil ich weiß, wenn ich Literatur unterrichte und wenn ich Schreiben unterrichte, dann reden wir ganz viel darüber, wie Kunst und Literatur Welt erschafft, konstituiert, mitschreibt und im Grunde genommen mehr als ein Zeugnis auch die Geschichte der Menschheit an sich wird. Literatur ist ganz oft die Vergewisserung einer Welt vor der Katastrophe oder jenseits der Katastrophe, dass wir ganz oft nicht explizit was zu einem Krieg wissen wollen, sondern das Liebesgedicht dann irgendwie am Rande oder etwas, was in einem ganz anderen Land spielt und in einer ganz anderen Zeit. Und vielleicht ist es ein bisschen das, womit unser Buch auch anfängt. Ein schöner Text, ein trauriger Text, das ist jetzt keine gute Nachgeschichte, die du mir erzählst, aber eine Geschichte jenseits der Katastrophe, um sich zu vergewissern, es gibt eine Welt jenseits des 7. Oktobers. Das ist eine Geschichte, die auch mit Freundschaft und Fürsorge für einen Dritten zu tun hat, einen Freund von dir, Offa, dem es nicht gut geht, der in einer Klinik liegt und einfach gerade nicht klarkommt und nicht einschlafen kann. Und du versuchst ganz viel, besorgst ihm Ohrstöpsel. Sie geben gute Nacht wieder. Am Ende legst du dich einfach neben ihn. Am Ende legst du dich einfach zu ihm ins Bett, bis er schläft. Und da sind die einsamen Individuen auf ihren Glassplittern und haben nicht das Gegenüber, denn sonst wären sie nicht so einsam. Und sozusagen deine Text-Message, Sascha, war dann so das Winken. Das genau. Ich meine, ich sage ja auch, in meinem Antworttext sage ich zu Offa, ich lege mich hinter dich und dann kommt noch Freundin und legt sich hinter diese Freundin und noch eine und wir sind eine unendliche Kette von Freundinnen und wir werden dafür sorgen, dass wir nicht alleine sind in dieser Zeit. Das ist mein Versprechen. Das ist auch etwas, was ich einfach erlebt habe durch Freundschaften, die ich pflege. Natürlich auch meine Frau und meine Familie. Es war einfach ein sehr engmaschiges Netz, was mich gehalten hat und vom Zerbrechen tatsächlich auch bewahrt hat. Das weiß ich heute. Im unmittelbaren Erleben wusste ich nicht, wo oben und unten ist. Heute weiß ich das. Und vielleicht wusste ich Sachen, die ich in meinen Texten schreibe, die mir so gar nicht klar waren. Das denke ich heute, wenn ich so durch das Buch blättere und denke, okay, alles klar. So, also irgendwas in mir hat schon mehr gewusst als ich.
Ich glaube, grundsätzlich ist das tatsächlich ein Buch auch über Freundschaft. Also unsere Freundschaft, aber wir produzieren ja auch unsere Freundschaften in den Ländern, in denen wir leben, in den Ländern, durch die wir uns bewegen. Auch die Freundschaften, die zerbrechen, nicht nur die, die halten. Aber weil für mich Freundschaft so ein zentrales Moment ist in meinem Großwerden, in meinem Leben, in meinem Begreifen von dem, was Gesellschaft ist. Und auch das Zitat, das wir von Hannah Arendt zweimal im Buch haben über die Welt, die erst menschlich wird durch Freundschaft und nicht durch Brüderlichkeit. Also ich würde das so verstehen, Brüderlichkeit ist, weil wir beide Deutsche sind, müssen wir uns verstehen. Das wäre Brüderlichkeit. Und Freundschaft wäre, weil du das denkst, was du denkst und weil ich denke, was ich denke, haben wir uns was zu sagen. Und so machen wir die Welt jetzt. Wir besprechen die Welt, wir checken unsere Meinung. Wir können uns auch streiten. Wir wissen, dass Hannah Arendt sich sehr gerne produktiv gestritten hat. Das ist auch ein alter jüdischer Brauch. Und so begreife ich die Welt. Die Welt ist erst menschlich, wenn man ein Gegenüber hat, mit dem man die Welt besprechen kann. Und das ist das, was Offa und ich da drin tun. Also in erster Linie betreiben wir Freundschaft. Und dann ist die wirklich grausame Gegenwart, die uns auch die Luft zum Atmen nimmt und so ein bestimmtes Vakuum in diesem Raum, in dem wir sitzen, herstellt. Aber ich habe es auch immer als sehr schön empfunden, deine Texte zu bekommen. Der Titel des Buches ist Gleichzeit, ein Wort, das es gar nicht gibt. Wenn man es bei Google eingibt, dann erscheint ganz oben, meintest du gleichzeitig? Welche Facetten hat dieses Kunstwort für euch? Was ist damit gemeint? Sascha, du bringst das im Buch als erste auf, glaube ich. Ja, aber das Wort, also der Vorschlag, der Titel kam tatsächlich von Offa. Also vielleicht willst du zuerst sagen, was hast du dir dabei gedacht? Ja, aber das ist doch, wenn man eben, also ja, wir sind beide eigentlich keine deutsche Mutter. Ja, wir sind so Ausländer, genau. Und dann hat man vielleicht gewisse Freiheiten, Worte zu erfinden, wieso nicht? Ja, Gleichzeit. Gleichzeit ist, weil ich dachte, an sich kommen Sascha und ich aus, sogar innerhalb der großen jüdischen Erzählung des 20. und 21. Jahrhunderts, aus sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungsräumen. Du hast vorher Sascha so meine Biografie vorgestellt. Wenn man, so wie ich, in Israel aufwächst, in einem souveränen jüdischen oder jüdisch-demokratischen oder in einem versucht jüdisch-demokratischen Staat, das machen wir beim nächsten Podcast. wenn man aber da aufwächst, in einer zumindest mehrheitlich jüdischen Gesellschaft, ist das eine völlig andere Biografie, eine völlig andere Wahrnehmung, auch der jüdischen Geschichte, als wenn jemand aufwächst wie Sascha. Und an sich sollte es mit sich vielleicht eine unterschiedliche Perspektive, unterschiedliche Fragen auch an diese Zeit, an den 7. Oktober, an die Zeit danach bringen. Und sehr schnell haben wir beide festgestellt, dass die Fragen, die wir uns stellen, dass die Themen, die uns bewegen, dass die Worte, die wir für diese Erschütterung unserer unmittelbaren Welt finden, ähnlich bis identisch sind. Und ich würde auch sagen, Sascha hat es gerade erwähnt, in dem Buch kommen auch viele Freundinnen und Freunde von uns vor. Und dann stellen wir fest, allmählich, dass alle Menschen, die von diesem Krieg betroffen sind, jenseits jeglicher Grenzen, sich ebenfalls diese Fragen stellen. Und für sie alle, für uns alle, gilt diese Gleichzeit. Ich muss auch sagen, dass ich heute ganz anders das sehen kann, weil ich in den ersten Monaten gar nicht scharf stellen konnte. Ich konnte fast gar nichts wahrnehmen, was außerhalb von meinem sehr kleinen Radius um mich herum passierte. Wir haben zwar über Gaza schon von Anfang an gesprochen oder eben ab der Bodenoffensive sehr viel, aber jetzt kann ich ganz anders Nachrichten lesen. Das konnte ich in den ersten Wochen zum Beispiel gar nicht. Was ich im Buch beschreibe, ist Absurdität, aber vielleicht ist unsere Realität einfach absurd, dass ich auf Großdemonstrationen gegen die AfD und gegen diesen sogenannten Remigrationsgipfel und ich stehe von 100.000 Menschen umgeben, die gegen den Faschismus und gegen den Rechtsruck demonstrieren und an nichts anderes denken kann als an Gaza und die Geiseln, die festgehalten werden und dass ich, weil ich die Namen nicht alle parat habe, mein Handy raushole und mir die Namen anschaue und die Gesichter und dann Nachrichten checke, wie Gaza gerade zerstört wird, wie das alles gleichzeitig passiert, während sich eben in Deutschland in einer völlig anderen Realität
atme oder versuche zu atmen. Das ist so das sehr Konkrete, glaube ich, was den Titel beschreibt. Das andere ist die jüdische Realität, dass unsere Großeltern und Urgroßeltern sind noch nicht alle tot, die vielleicht nicht Pogrome erlebt haben, aber also meine Großeltern, die in der Sowjetunion so ziemlich alles erlebt haben, was man in den 40er, 50er Jahren als jüdischer Mensch erleben konnte, mitgemacht haben. Und die leben noch, sie leben in Hannover. Und mein Großvater verkörpert für mich diese Gleichzeit. Der hat überlebt, weil er sich vor der Wehrmacht in einem Wald versteckt hat und wusste, welche Beeren man essen darf und welche nicht. Und das alles brodelt in ihm jetzt hoch und ich kann das sehen. Manchmal kommen aus ihm so impulsiv, also er hatte nach dem 7. Oktober Schlaganfälle, er ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig, aber manchmal kommen impulsiv aus ihm so Sätze, die zeigen, wie sehr er gleichzeitig dort ist, im Zweiten Weltkrieg und heute in einer Welt nach dem 7. Oktober. In einem der ersten Gespräche nach dem 7. Oktober, das ich mit einem guten Freund geführt habe, haben wir es ebenfalls thematisiert, dass wir, also die Worte, die Begrifflichkeit, die wir verwendet haben, um die Realität am und nach dem 7. Oktober zu beschreiben, das sind Worte und Begriffe, wie zum Beispiel das Wort Pogrom. Ja? Das ist kein Wort, was in dem israelischen Universum eigentlich gehört. Das ist ein Wort aus Europa, das ist ein Wort aus anderen Zeiten, aus anderen Erfahrungs-, Erinnerungsräumen. Und plötzlich ist das ein Wort, das wir verwenden, um einen gegenwärtigen Umstand oder Zustand zu beschreiben. Und dass die Zeit, an einer Stelle steht in dem Buch, dass die Zeit sich verklebt. Also dass Vergangenheit und Gegenwart plötzlich ebenfalls zu einer Gleichzeit wurden, wie Sascha sagt. Also, dass Erfahrungen, die wir ganz plakativ gesagt in Schwarz-Weiß kennen, aus den Geschichten unserer Großeltern, dass sie für uns plötzlich zur Gegenwart wurden und gegenwärtig sind. Ja, das gehört ebenfalls dazu, wie auch, wie Sascha gerade sagte, die Tatsache, dass wir wissen, dieses Buch ist ein Fenster in einen bestimmten Zeitraum, in diese ersten Wochen und Monate nach dem Krieg. Es ist kein Buch, was irgendeinen Anspruch auf einen Erzählbogen der Vollständigkeit oder des Abschlusses. Es gibt so unfassbar, wie es ist, 5,5 Monate nach Kriegsausbruch. Wir treffen uns heute 5,5 Monate nach Kriegsausbruch. Ist der Krieg immer noch, der dauert immer noch an. Aber auch als wir uns selbst, und erst recht, als wir das Buch, also die letzten Briefe geschrieben haben und das Nachwort, was keins ist, wussten wir, es ist noch nichts abgeschlossen. Es ist noch kein Rückblick möglich, sondern eben dieses Zeitfenster, die ersten Wochen und Monate, das ist das, was wir den Leserinnen und Lesern anbieten. Ja, das finde ich interessant, was du sagst. Es ist noch kein Abschluss möglich, es ist noch kein Rückblick. Also auch wie verortet man sich selber in dieser Zeit? Das ist ja eben immer noch ongoing, diese Überlagerung von gleichzeitigen Dingen. Ich hatte so zwei Gedanken, einmal so ganz unschuldig, das Wort Gleichzeit hat bei mir auch nochmal so ausgelöst, sich zu überlegen, die Tatsache, dass wir alle in diesem Moment alle zugleich auf diesem Planeten leben, ist ja eigentlich eine tolle Einladung, etwas Gutes draus zu machen, wenn man einmal überwunden hat, dass dieser Gedanke ein bisschen banal ist. Aber eigentlich mochte ich das an Gleichzeit auch sehr gerne, dass man sagen kann, wir sind jetzt da, so lass was Gutes draus machen, das ist was Verbindendes. Zugleich ist es natürlich auch die Gleichzeitigkeit aus Hass, aus Sühne, aus Trauer, aus Gewalt, all das steckt in diesem poetischen, nicht googelbaren und deshalb besonders schönen Wort natürlich auch drin. Ofer, was du sagst, das ist noch kein Rückblick möglich. Wir befinden uns noch nicht an einem Punkt, von dem aus man irgendetwas jetzt komplett überblicken kann. Israel ist tief verwundet nach den Anschlägen am 7. Oktober. Zugleich steht Israel jetzt 5,5 Monate nach diesen Ereignissen eben auch weltweit zunehmend in der Kritik für den Vergeltungskrieg in Gaza. Im Gazastreifen sind durch die Gegenschläge des Militärs über 30.000 Menschen gestorben. Und ihr habt das auch alles schon vorher benannt, diesen unfassbaren Horror, der eben auch gleichzeitig stattfindet. Du sagst an einer Stelle im Buch einen interessanten Satz, und zwar, du sagst viele interessante Sätze, aber dazu passt jetzt eine
alles, was uns jetzt als Gewissheit erscheint, werden wir auf Wahrheit abklopfen. Kannst du zu diesen Gewissheiten und zu dem Wandel der Gewissheiten etwas sagen? Gibt es neue Gewissheiten oder sind ein paar alte geblieben? Oder wie ist das mit den Gewissheiten? Also zuerst muss ich sagen, das ist ein Instinkt, weil der Krieg, der Israel gerade führt und seit wenige Tage nach dem 7. Oktober, ich würde ihn einfach nicht als Vergeltungskrieg umrahmen, weil der ging in erster Linie auch die Gewalt vom israelischen Boden abzuhalten und die israelischen Ortschaften, die von der Hamas angegriffen worden sind, wieder zu befreien und die Menschen dort zu retten, die noch zu retten waren. Dass inzwischen politische Strömungen, dass inzwischen Züge dieses Krieges sichtbar werden, die jetzt in andere Richtungen und andere politische Visionen, zum Teil auch Schreckensvisionen, also mit denen in Verbindung zu bringen sind, das sehen wir jetzt. Aber der Begriff Vergeltungskrieg hat mich so ein bisschen... wenn wir über Gewissheiten, die Frage der Gewissheiten, wie gesagt, und das hat mit deiner Frage zu tun, in eben jenem Gespräch mit einem guten Freund kurz nach den Angriffen am 7. Oktober, der ist älter als ich, der ist in Deutschland geboren, als Sohn von Holocaust-Überlebenden und irgendwann nach Israel emigriert. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, ich bin Ende der 70er in Israel geboren, wie gesagt, in einem souveränen, selbstbewussten israelischen Staat, der um seine Existenz nicht fürchten muss, der um seinen Zusammenhalt nicht fürchten muss und deshalb auch für meine Generation einen anderen politischen Horizont hatte. Ein Horizont, der mehr wagt, um eine humane, friedliche Realität für alle Menschen in und um Israel zu schaffen. Das war auch die Grundlage meiner zivilgesellschaftlichen, gar politischen Tätigkeit als Autor und als Redner und so weiter. Ich glaube, das habe ich vorher gesagt, das Brechen der Grenzen der vorstellbaren Welt, das Zerbrechen dieser vorstellbaren Welt, die wir am 7. Oktober gesehen haben, die Bilder nicht nur in den Kibbuzim und Städten um Gaza herum, sondern auch die Welle, die antisemitische Welle, die wir weltweit gesehen haben. Und nochmal, wir sind 5,5 Monate nach Kriegsausbruch, die reelle Möglichkeit der Kriegsausweitung in den Norden, also Nordisrael und Südlibanon, eine Kriegsausweitung, die für Südlibanon und Israel eine unglaubliche Zerstörung mit sich bringen wird, mit Sicherheit. Also wenn wir das nicht schaffen, diesen Krieg zu stoppen, dann werden wir in wenigen Monaten von einer unglaublichen Zerstörung in Israel und Libanon sprechen. Am 7. Oktober haben wir endgültig verstanden, dass die Erzählung, die wir seit Mitte der 90er kennen, dass wir sind auf dem Weg in die, ja, wir reden so gerne über die Zwei-Staaten-Lösung, wir sind auf dem Weg in diese friedliche Lösung des Nahostkonflikts und es wird irgendwann gelingen, wir müssen es einfach immer härter versuchen und am Ende gelingt es. Das hat uns zum 7. Oktober geführt. Das heißt, wir müssen erstmal Stopp machen und sagen, okay, was sagt uns dieser Tag? Was sagt es über die politischen Realitäten im Nahen Osten? Haben wir vielleicht in die falsche Richtung geschaut? Vielleicht müssen wir back to the basics und erstmal jenseits von Kollektiven, jenseits von Selbstbestimmungsrechten, erstmal auf die Menschenrechte aller Menschen in der Region schauen. Was ist die Beschaffenheit des Gesprächs über Israel und Palästina in Deutschland? Ist die Gefahr des Antisemitismus aus verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Richtungen größer, als man dachte? Das ist eine Sache, die mich erschüttert hat am und seit dem 7. Oktober. All das sind Sachen, die, ich würde sagen, ein integres politisches Gespräch, das sind Fragen, die man sich stellen soll, um dann tatsächlich nach Lösungs- oder zumindest Gesprächsansätzen zu suchen, die einen friedlichen Horizont irgendwann ermöglichen sollen. Vielleicht kommen wir nochmal zurück zu der Genauigkeit bei den Begrifflichkeiten. Wir hatten da gerade auch wirklich ein Beispiel. Ich glaube, es ist ziemlich exemplarisch, dass in dieser Gleichzeit, in dieser Zeit der unfassbar vielen einander überlagenden, widersprechenden Meinungen, Haltungen, was hat man verstanden, was versteht man überhaupt nicht, über was kann man sprechen und so weiter, kommt es mir immer so stark vor, dass die Begrifflichkeiten einfach eine große Rolle spielen und dass Vereinfachung droht oder auch einfach nur abwinken, bevor man sich überhaupt versteht.
verständigt hat. Das ist jetzt vielleicht auch ein eher deutsches Problem. Du hast darauf aber ja einen ganz guten und genauen Blick auch. Oder vielleicht auch an euch beide. Ihr arbeitet mit Sprache. Sprache ist euer Instrument. Und diese Genauigkeit in den Begrifflichkeiten, das ist ja eine sprachliche Situation und Herausforderung. Wie kann man die Differenzierung und das Genausein immer wieder einfordern? Wie sieht das im Alltag zum Beispiel aus bei dir, Sascha? Bei mir im Alltag, die Nachfrage, was meinst du? nee, schau mal, ich bin kein politischer Berater, ich arbeite nicht journalistisch. Die Vermengung, Vermischung und Verfälschung der Begriffe, die du meinst, ist ja eher ein anderes Genre als das, worin ich arbeite. Ich beteilige mich sehr bewusst nicht an bestimmten öffentlichen Gesprächen, gerade weil ich einfach einen anderen Beruf habe in der Gesellschaft. Und er braucht meine volle Konzentration. Literatur braucht 100% von mir. Ich schreibe sehr gerne Essays, das ist schon richtig, aber das sind literarische Essays. Und ich glaube, dass meine Aufgabe ist, der Präzision verpflichtet zu sein, die emotionale Innenräume öffnet. Weil du sagst, wir müssen erstmal wirken lassen, dass gleichzeitig auch bedeutet, wir alle leben auf diesem Planeten. Das heißt, wir alle sorgen dafür, dass dieser Planet für alle bewohnbar ist. Dass das palästinensische Leid und das jüdische und israelische Leid gleichzeitig gedacht werden kann, ohne irgendetwas auszublenden, was gerade passiert. Ich glaube, dafür braucht man sehr viel Lungenvolumen oder in dem Fall Herzvolumen. Dafür ist Literatur zuständig, dafür ist Kunst zuständig. Das ist ein harter Beruf. Bei Yehuda Michai heißt es, ich, dessen Herz Schwergewichte in furchtbaren Wettkämpfen hob. Wir haben eine sehr klare Aufgabe und die Präzision, der wir verpflichtet sind, ist, gut in den Metaphern zu sein, einen einwandfreien Rhythmus herzustellen, sodass die Leute alles um sich herum vergessen, nur das lesen wollen und alle abtelefonieren und sagen, du musst dieses Buch oder du musst dieses Gedicht oder hör dieses Lied. Das wird dir helfen. Das ist die Präzision, an der ich arbeite. Ich bin ratlos und fassungslos der Verfälschung der Worte in der Alltagssprache, in den sogenannten sozialen Medien, ehrlich gesagt auch in den sogenannten seriösen Medien. Und ich danke wirklich jeden Morgen dem Universum, dass ich Künstler bin. Ich spüre, dass er arbeitet in mir weiter, die Frage der Präzisierung der Begriffe. Und das bringt mich auch zurück zu deiner ersten Frage, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Und als es wieder möglich war, also erstmal ganz, also physisch möglich war, nach Deutschland zu fliegen, und als ich hier war und dann mich in Gesprächen verwickelt habe, habe ich festgestellt, dass man eben so vieles von dem, was gerade in Israel und Palästina passiert, was den Menschen dort passiert, nur anhand von Kollektiven wahrnehmen kann. Es passiert dir nicht als Mensch, es passiert dir als jüdischem Israeli, als palästinensischem Israeli, als Palästinenser im Gazastreifen und so weiter und so fort. Und diese ganzen Adjektive haben es, oder nicht nur haben es, sondern nach wie vor machen es offenbar für viele Menschen einfach unmöglich, das Leid von Menschen wahrzunehmen, die vielleicht in einem Kollektiv ist, wo sie nicht gewöhnt sind, Leid wahrzunehmen. Mhm. Ein Vergeltungskrieg ist erstmal ein Krieg. Ein kollateraler Schaden ist erstmal Schaden. Hunger ist erstmal Hunger, noch bevor wir ihn mit irgendwelchen Adjektiven beschreiben. Das Leid der Geiseln ist das Leid der Geiseln, bevor wir sagen, das Leid der jüdisch-israelischen Geiseln in Gaza und so weiter. Entführte Kinder sind entführte Kinder, noch bevor wir sagen, okay, aus jenem Kollektiv. Und da ist eben das Direkte, das Persönliche, das Menschliche, jenseits des Kollektivs, jenseits der Einordnung in Kollektive, auch durch Sprache, von großer Bedeutung. Ich weiß auch nicht so richtig, was es den Leuten gibt, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß nicht genau, warum es wichtig ist, welche Nationalität, welche Religion die Leute tragen, die Leid erfahren, außer dass man ihnen das Recht dazu absprechen möchte, darüber zu reden oder Reparationen zu fordern oder einfach um Hilfe zu bitten. Ich bin mir nicht ganz sicher, wofür diese Einteilungen da sind, weil es wird eine Ordnung behauptet, aber es ist eine viel größere Unordnung dadurch. Und ich finde, der 7. Oktober und die Zeit danach zeigen das am besten. Wir sind jetzt alle zu Juden geworden. Wem hilft das was? Warum spricht man jüdischen Frauen ihre Vergewaltigungserfahrungen ab? Warum ist es wichtig, dass sie jüdisch sind?
Und ich glaube, dass es, um das jetzt aus dem Negativen wieder ins Produktive zu holen, dass man daran doch ablesen kann, entweder wir verbinden uns alle in unserem Leid oder wir gehen alle gemeinsam unter. Mhm. Wie habt ihr eure Gedanken füreinander gesammelt, um dieses Buch zu schreiben? Habt ihr was erlebt oder habt einen Weg gemacht oder hattet eine Begegnung oder ein Vorhaben und habt dann gedacht, ah, das schreibe ich Sascha oder das hebe ich für Offa auf? Oh, das habe ich dich gar nicht gefragt. Naja, in meinem Fall ist was, ich weiß gar nicht, ob es einfacher war, aber ich war einfach so viel unterwegs und wenn man auf Reisen ist, möchte man immer so über Reisen berichten. Das ist ja auch ein bisschen ein Reisebericht. Und egal, wo ich hingehe, erzähle ich offen irgendwas und er sagt, naja, meine Vorfahren kommen daher. Und ich sage, hey, jetzt wirklich aus jeder Stadt, in der ich bin. Ich bin ja am Anfang des Buches in Budapest, am Freitag, an dem der Dschihad weltweit ausgerufen wurde. Und dann habe ich mir eine Schreibresidenz in Wien und ich hatte so Lust, Offa mitzunehmen und ihm zu zeigen, wo ich bin. Und vor allem, weil seine Großeltern aus Wien kommen. Er selber, glaube ich, nur einmal in Wien war, oder? Nein. Und ich dachte, ich schicke dir ein Foto davon. Ich gehe dahin, ich beschreibe dir die Gerüche. Ich hatte das Gefühl, ich kann ihm das vermitteln, weil es ja auch mein Job ist, Leuten zu veranschaulichen und das riechbar zu machen und wirklich fühlbar zu machen, was ich erlebe. So war es bei mir. Ich würde sagen, es gab zwei Motivationen und man sieht auch, dass die Briefe zum Teil unterschiedlich sind, also nicht nur zwischen uns beiden, sondern auch quasi jedem von uns. Ja, sie haben sehr verschiedene Färbungen auch. Ja. Manche haben einen ganz literarischen Ton und manche sind einfach sehr direkt und das ist toll, wie ein Kaleidoskop eigentlich. Auch in der Form. Und das ist, also manchmal sind es wirklich, also zum Beispiel der Brief, wo ich versuche, Saschas Buch auf Hebräisch zu kaufen in Haifa. Und als guter Jerusalemer verfahre ich mich immer überall, wo es nicht Jerusalem ist, in Israel. Aber mein Navi funktioniert nicht, weil in ganz Nordisrael jetzt kein GPS gibt, aufgrund von GPS-Störungen, um quasi die Raketen, die aus dem Libanon kommen, also dass sie ihr Ziel nicht finden. Und mein Navi sagt mir, ich bin in Beirut, ich bin in Libanon. Und eben einfach das zu beschreiben, weil das, und in dem Wissen natürlich, dass das auch etwas sagt, etwas bedeutet auch, und das war wirklich ein Genuss, dann diese ganzen Worte auf Arabisch, also Beirut oder Irbid in Jordanien oder Kiryat Tivon, Haifa auf Hebräisch oder Arabisch zu schreiben. Das war einfach schön, diese Buchstaben in dem Buch zu sehen, diese quasi Fenster, diese aus einer anderen Welt, aus einer anderen Sprache. Und dann gibt es manchmal Themen, wo ich wusste, okay, ich möchte darüber mit Sascha nachdenken, zum Beispiel die Zone, die Verstrahlung. Und ich dachte, okay, ich möchte darüber nachdenken, ich möchte schreiben darüber nachdenken und vor allem mit Sascha und Sascha gegenüber. Und das sind so eher, würde ich sagen, vielleicht die thematischen Briefe. Wobei, wenn ich darf, ich finde dein Nachdenken über die Verstrahlung, die ist quasi eine Metapher für die Gewalt, die wir am 7. Oktober und nach dem 7. Oktober empfunden haben und die ja nachwirkt, wie eine Verstrahlung ja oft nicht sofort sichtbar ist, es sei denn, man ist unmittelbar auf dem Dach des Reaktors und zerfällt zur Asche relativ bald. Ich meine, erstens sind das hochliterarische Texte, die du mir da geschrieben hast. Zweitens war das tatsächlich, glaube ich, es ist schon so, dass man uns beim allmählichen Verfertigen der Gedanken beim Sprechen zuschaut. Es ist schon ein gemeinsames Nachdenken. Okay, die Worte reichen nicht. Das ist alles pietätlos, was wir hören und was wir sehen. Wir werden dem nie genügen, aber lass es uns versuchen. Und ich glaube, das war eine der stärksten, für mich zumindest, Momente im Schreiben, als ich auch was Beschreibung für Tschernobyl als Metapher für das, was in Israel passiert durch den 7. Oktober gelesen habe. Und wie du beschreibst, dass es einfach die Besserwisser gab, die ganz weit weg saßen und meinten, ihr solltet dies tun oder solltet jenes tun. Und dann gab es die Leute, die sich gefragt haben, darf ich die Milch eigentlich noch trinken? Und dann gab es diejenigen, die nach 2 Wochen tot waren. Und das setzte bei mir ein Nachdenken frei. Und es gab aber auch so einen Aha-Moment, dass ich dachte, ach, das ist mit mir los, deswegen kann ich nicht stehen. Und deswegen können ganz viele um mich herum nicht stehen. Und dass diese Verstrahlung natürlich nicht, es ist ja auch das Gute an diesem Bild, Verstrahlung, das trifft nicht bestimmte Nationen. So funktioniert Verstrahlung nicht. Da wird eine Druckwelle freigesetzt. Und die, die es nicht merken, stehen anscheinend weit genug weg. Mhm. Euer Gespräch hat aber nie im Leben geendet, nur weil jetzt das Buch rausgekommen ist.
Ich hab das Gefühl, es geht sofort weiter, wenn ihr diesen Raum hier verlasst. Ja, das ist tatsächlich so. Es ist furchtbar, wir hängen die ganze Zeit aufeinander. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich anders ist, daran müssen wir arbeiten, ist, dass die Sachen, die wir uns schreiben, jetzt nicht mehr so stilistisch einwandfrei sind. Nein, weil ich finde, das war schon auch ein... Also die Lust daran, an Sprache zu arbeiten, ist Mittel, ist einfach etwas, was zu meinem Alltag dazugehört. Und jetzt schicken wir uns die ganze Zeit Beschreibungen und checken die Lage nach wie vor und arbeiten nach wie vor an unseren Metaphern und an dem Besprechen einer gemeinsamen Welt. Und so stellt man ja eine gemeinsame Welt auch her, durch das Besprechen dieser. Aber dadurch, dass wir keine Sokamplektoren haben, die sagt, diese Metapher ist faul, kann es sein, dass wir gerade abrutschen. Also wir versuchen, das Niveau zu halten. Also das mit dem, dass wir uns nach wie vor Gedichte und Musik so hin und her schicken, das findet auf jeden Fall noch statt. Uffe, die Vereinigung Standing Together, deren Mitglied du bist, die hat einen schönen Slogan. Where there is struggle, there is hope. Also da, wo gekämpft wird, wo eine Krise ist, da ist auch Hoffnung. Das ist, fand ich, ein sehr realistisches und dennoch der Zukunft zugewandtes Motto. Mit welcher Hoffnung stehst du morgens auf? Ja, also ich glaube erstmal auch der Satz, where there is struggle, there is hope, ist ein Satz, der überall in der Welt gilt und ich glaube auch oft ja eben gesagt wird, weil vor allem, wo man gemeinsam kämpft. Das ist vor allem bei Standing Together ein essentieller Teil. Hoffnung ist ein großes Wort. Ich sage das seit 5,5 Monaten. Ich glaube nicht, dass ich das immer noch sage, aber Hoffnung ist ein großes Wort. Und ich bin mir nicht sicher, wir wollen das so sehr, ja. Also das ist wahrscheinlich unser Drang als Menschen zu hoffen, über Horizonte zu sprechen, um nicht einfach durch die Welt zu irren. Aber Hoffnung ist ein großes Wort. Und das, wenn du mich fragst, wenn ich morgens aufstehe, wonach ich mich richte, dann sind es in erster Linie meine 3 Kinder, die in Israel aufwachsen. Und wenn man Kinder hat, dann ist es es bringt eine zusätzliche Zeitwahrnehmung, also Zeitdimension mit sich. Man schaut auf die Welt auch durch ihre Augen und die Herstellung der Welt für sie, die Schaffung einer Welt, in die man dieses unabdingbare Vertrauen, das nur Kinder aufbringen können, dass eine Welt, die dieses Vertrauen auch verdient, und sei es im Klein-Klein, im Freundschaftlichen, im Familiären, das ist jetzt die Aufgabe, die am nächsten wäre also zum Wort Hoffnung, die ich wahrnehme, wenn ich morgens aufstehe. Dass man auch in gewisser Weise als, vielleicht auch nicht nur als Vater, aber dass man auch irgendwie verpflichtet zu einer Zuversicht ist, ne? Aus dieser Rolle heraus auch. Verpflichtet zu einer Zuversicht, aber auch gleichzeitig zu einer Ehrlichkeit. Vor allem mit meiner älteren Tochter, die 13 ist, ihr zu sagen, es gibt Fragen, auf die ich keine Antworten habe, aber die frage ich gerne mit ihr. Und wir können gerne über diese Fragen nachdenken. Und dass es wichtig ist, dass meine 13-jährige Tochter zu ihrem Papa geht und sagt, Papa, ich habe Fragen. Also es ist wichtig, dieses Gespräch offen zu halten, möglich zu halten. Ja, weil Zuversicht, vor allem seit dem 7. Oktober, also was man mit Kindern nie tun darf, ist Lügen. Und zu sagen, ja, ich weiß ganz genau. Nein, ich weiß nicht ganz genau. Mhm. Überhaupt nicht. Sascha, wie ist das bei dir? Mit Hoffnung? Where there's struggle, there's hope. Oh yeah, that's very true. Ich beschreibe ja auch in dem Buch, dass ich mit Kolleginnen in anderen Kriegs- und Krisengebieten spreche und von ihnen gelernt habe, Pessimismus kann ich mir nicht leisten. Da geht es gar nicht darum, sich selber oder anderen in die Tasche zu lügen und zu sagen, alles wird gut. Mein Namensgeber, mein Urgroßvater, Alexander der Große, aus Odessa. Er war ein Internationalist, ein sehr stolzer. Und er hat mal im Fernsehen, also der war ein sehr bekannter Mann in der Sowjetunion, und er hat im Fernsehen mal über die helle Zukunft gesprochen. Ich habe die Aufnahme nach wie vor, mein Bruder hat sie für mich digitalisiert. Und ich habe sie mir mehrmals angeschaut und bin so froh, dass er diese helle Zukunft nicht mehr erlebt. Ich bin allergisch auf sozialistischen Realismus. Ich bin allergisch auf diese Zuversicht, die uns sagt, also auch ehrlich gesagt auf die Olaf Scholz Zuversicht, es wird schon alles gut, nichts wird gut.
Das ist aber nicht der Punkt. Where struggle, there's hope. Where struggle, there's fun too. There's beauty in the struggle ist ein Satz aus dem Hip-Hop. Ich glaube, dass unsere Kämpfe schon der Weg sind, und damit meine ich jetzt nicht, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist bestimmt nicht das Ziel. Wir haben Ziele. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir da nicht hinkommen, aber es ist keine Option, sie nicht erreichen zu wollen. Und ich freue mich über jeden Tag, den ich mit meinen Kolleginnen, Freundinnen, Verwandten kämpfen kann für eine Welt, die für alle bewohnbar ist. Ich würde dazu sagen, auch über die Verbindung Kinder und Struggle, um nochmal, wir haben auch über Gewissheiten geredet, dass man vielleicht eine große Erzählung nicht mehr schafft oder die gelingt einem nicht, dann konzentriert man sich auf die Basics, Menschenwürde, Menschenrechte. Und in den letzten Wochen nehme ich meine ältere Tochter mit auf die Mahnwachen von Standing Together. Und wir stehen da immer am Anfang der Mahnwache, stehen alle Plakate schön auf dem Boden und wir lesen sie zusammen. Und wenn da ein Plakat ist, wo sie sagt, okay, also Abkommen retten Leben zum Beispiel oder rausgehen, befreien, aufbauen, also raus aus Gaza, Geisel befreien, Region aufbauen oder Gaza und die umliegende zerstörte israelische Region wieder aufbauen. Wenn meine Tochter sagt, in Ordnung, damit kann ich mich identifizieren, dann nimmt man dieses Plakat und hält es hoch. Und das ist ein Anfang. Das ist ein sehr schönes Bild, weil man geht so richtig in die Aktion. Also man benutzt dann auch den Körper mit. Das ist, man wird auch manchmal ordentlich geflucht von Passanten. Aber ja, das ist, dann spürt man den Struggle. Ja, ich mache ja das Angebot an Offe zur Revolte. Also eine Einladung zur Revolte aus und damit meine ich Hoffnung. Weil ich glaube, für ganz viele ist Hoffnung eben nicht zu Hause sitzen, den Kopf ins Kissen stecken und sagen, es wird schon, als gibt es Neues auf Netflix. Sondern Hoffnung als eine treibende Kraft, als eine große Schönheit. Eben auch dann, keine Ahnung, Offer und seine Tochter auf der Demo zu treffen. Oder zu sehen, dass eine Demo doch ein Widerhall in der Gesellschaft findet. Oder dass jemand befreit wird. Also richtig existenzielle Dinge. Ich glaube, in Hoffnung gibt es eine wahnsinnige treibende Kraft, die sehr beglückend sein kann und die nichts mit, also die effektiv gegen Ohnmacht ist. Das ist ein gutes Ende des Gesprächs, aber noch nicht das Ende des Podcasts. Es gibt nämlich noch eine Anekdote, die uns Sascha Salzmann jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wenn ihr es wisst, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast@surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt, Wahrheit oder Dichtung. Bitte denkt dran, in die Betreffzeile der E-Mail zu schreiben, auf welche Folge ihr euch bezieht. Unter den richtigen Antworten verlosen wir 3 Exemplare von Gleichzeit. An der Stelle auch noch der Hinweis, dass wir in den Shownotes wie immer einige Buchtipps auflisten, die zu Gleichzeit von Sascha Salzmann und Ofer Waldmann passen. Sascha, deine Anekdote bitte. Also die Sache ist die, dass Ofer und ich, wir kennen uns noch nicht so lange und eigentlich noch nicht so gut. Es wirkt nur so, als wären wir zusammen aufgewachsen und wir machen eigentlich immer wieder Witze darüber, dass wir alle verwandt sind. Und dann wissen wir natürlich über das antisemitische Klischee, dass alle Juden gleich sind. Fakt ist, es gibt bestimmte Gesten oder die Art, Sachen auszudrücken, die bei uns echt ähnlich sind. Und es gab so einen Moment in der Küche, weißt du noch, wir waren im Endlektorat. Genau, wir saßen, glaube ich, an den ersten Fahnen und Offa saß schon bei uns in der Küche. Und ich war aber hinter der Küchenzeile bei der Kaffeemaschine und Offer hält sein Handy hoch und zeigt mir so ein Foto. Und ich dachte, warum zeigt er mir ein Foto von mir? Ist da irgendwie auf der Facebook-Seite meiner Mutter? Und so, und dann war es aber ein Foto von seinem Sohn. Und wir haben darüber geredet. So, es manchmal, also nicht, dass wir beide uns ähnlich sehen, aber es gibt so viele Ähnlichkeiten, es ist irgendwie crazy. Gut, hahaha. Ich dachte, ich kenne Offers Familiengeschichte, weil eben, wie gesagt, in jeder Stadt, in der ich war, sagt Offer, ja, da kommen meine Verwandten her. Also dachte ich, Budapest und Wien, so habe ich das abgespeichert. Und dann saßen wir mit meiner Frau, nachdem wir das Manuskript abgegeben haben, um zu feiern. Und Doris hat dann einfach nochmal ganz genau gefragt, sag mal, aber wo genau kam wer her? Und dann sagt Offer allen Ernstes, die Großmutter kommt aus Czernowitz. Und ich so, das kann doch nicht sein, dass du mir erst jetzt sagst, meine Großeltern kommen aus Czernowitz. Du weißt das. Deine Großmutter kommt aus Czernowitz und das hast du vergessen zu erwähnen. Und ich meine, Czernowitz war eine kleine Stadt, ne, mit einer sehr hohen jüdischen Bevölkerungsanteil. Also haben wir Nachforschungen angestellt, das geht relativ einfach und wir sind tatsächlich verwandt. Dichtung oder Wahrheit? Vielen Dank für dieses Gespräch, Sascha und Ofer. Schön, dass ihr zusammen hier wart. Danke dir sehr fürs Gespräch. Vielen herzlichen Dank für diese Einladung.
Das war es auch von meiner Seite. Ich möchte an der Stelle wie immer noch darauf hinweisen, dass ich mich freue, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Suhrkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.